So, hallihallo, nächste Folge Stardew Valley. Wie in der letzten Folge erwähnt, wir werden heute auf die Ingwerinsel gehen. Also eigentlich war geplant, dass wir Steine farmen gehen in der Wüste, in der Schädelhöhle. Aber dann kam dazwischen, dass es letzte Folge nach dem Aufstehen morgens hieß, meine Orangenbäume können nicht weiter wachsen. Deswegen werden wir auf die Ingwerinsel gehen und nach den Bäumen gucken und dann da ins das Magma Dungeon rennen und da Steine sammeln. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was das für ein merkwürdiger Brief ist. Horst Manfred. Ich bin mir nicht sicher, wie das menschliche Nachrichtensystem funktioniert. Also bat ich den Zauberer, mit dem Schreiben dieses Briefes zu helfen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte das hier mit dir teilen. Es sind Notizen, wie meinesgleichen einen bestimmten Gegenstand bauen. Krobus. Neues Herstellungsrezept, dunkles Schild. Was? Wie, was hat er mir da. Wait a minute. Ich bin maximal verwirrt. Was ist ein dunkles Schild? Wo ist das dunkle Schild? Bin ich blind? Das sind alles Gegenstände, die ich schon kenne. Ist das vielleicht ein Ring? Monsterding, Feenstein, dunkles Schild. Benutze einen Gegenstand darauf, um zu ändern, was angezeigt wird. Der Artikel wird nicht verbraucht. Ach so, das ist einfach ein Schild, was ich irgendwo hinten dran stellen kann, oder wie? Okay, cool. Passt trotzdem. Horst Manfred, ich habe diese verrückte neue Idee und will dich damit einbinden. Ich nenne es Kleidertherapie. Komm bitte beim Haus des Bürgermeisters vorbei, um zu sehen, worum es geht. In Liebe, Emily. In Liebe auch noch. Beim Haus des Bürgermeisters. Gute Emily, ich habe heute eigentlich andere Pläne, aber ich gucke mal, ob ich es hinkriege, wenn ich hier mit den Tieren fertig bin und bevor ich auf die Ingwerinsel gehe, dass ich beim Haus des Bürgermeisters noch vorbeischaue. Vielleicht kriegen wir das gebacken. Ich verspreche nichts. Ja, da ging wohl wieder einiges mit dem paar Geschenke gestern, ne? Grobus, Herz-Event, neues Rezept und bei Emily wohl auch irgendwie nochmal eine Zwischensequenz. Die letzte hat ja noch nicht gereicht mit ihrer Disco-Einlage, die war auf jeden Fall sehr spannend. Ich will es nicht sagen verstörend, aber die Alien-Köpfe haben mir schon irgendwie den Rest gegeben, die da rumgeflattert sind. Ich sag's wie es ist, ne? Also. Emily, Emily, Emily. Nix gegen dich. Du bist ein sehr unterhaltsamer und interessanter Charakter. Ne? Wie eigentlich alle Charaktere in Stardew Valley. Das Thema hatten wir ja schon öfter auf dem Tisch. Es gibt, glaube ich, keinen Charakter, der nicht mindestens interessant ist. Also es gibt jetzt wirklich keinen Charakter, der komplett langweilig ist in diesem Spiel. Außer jetzt vielleicht Gunther oder so, weil der steht halt nur im Museum und macht prinzipiell nichts. Aber auch das ist ein interessanter Charakter. Von seinem Style her und so. Ja, eigentlich gibt es echt keine langweiligen Charaktere. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Haut mir eure Meinung, also eurer Meinung nach mal ein paar langweilige Charaktere in die Kommentare. Mal gucken, ob ich vielleicht doch irgendjemanden verschwitze, weil er so langweilig ist, dass ich nicht dran denke. Könnte ja sein, ich weiß es nicht. Deswegen schreibt es gerne mal rein, würde mich interessieren. So, mein Silo ist auch fertig. Das heißt, ich muss eigentlich auch noch ein Silo in Auftrag geben, aber heute ist eh Dienstag, deswegen werde ich jetzt mal nicht loslaufen, weil ich genau weiß, was dann passiert, nämlich nichts. Genau wie im Straußenstall, da passiert auch gerade nichts. Junge, 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 ich brauche dann echt dringend Weizen. Also ich wäre richtig froh, wenn der auf der Ingwerinsel fertig gewachsen ist. Und der hier dann morgen, glaube ich, auch fertig gewachsen ist. Ich glaube, 4 Tage stand dabei, braucht er, glaube ich. Das wäre nicht verkehrt. Sonst habe ich bald kein Futter mehr für meine Tiere. Oh, hier werden wir gerade noch mal ganz schnell was reinschmeißen. Da haben wir es ja schon bald. Also was heißt bald? Habe ich schon öfter gesagt, dass wir es bald haben, aber in Wirklichkeit dauert es halt doch noch ein bisschen bis zu den 384 Erdbeersamen. Aber es geht voran, auf jeden Fall. Genau wie unser Reiseantritt Richtung Ingwerinsel, der geht auch gleich voran. Jetzt brauchen diese Lava-Aale echt jedes Mal Feuerquarz, ne? Das sind ja so richtige Nervsäcke, ich sag's euch.
1, 2, 3 erreicht mir auf jeden Fall noch. Ich weiß nur nicht, was die auf der nächsten Stufe wollen. Könnte spannend werden. Ich hätte auch mal gucken sollen, ob irgendwo noch einer mehr drin ist, damit ich wieder einen umpflanzen kann in den nächsten Teich. Ja, naja. Jetzt gehen wir erstmal los, Ingwerinsel, abchecken. Was da so geht, was da so ging, was da wieder alles zugewuchert ist, warum meine Bäume nicht wachsen und ob der Weizen gewachsen ist oder ob das Unkraut mir jetzt den Weizen auch kaputt gemacht hat. Aber ich denke mal nicht, dass der ganze Weizen kaputt ist. Ist ja fast unmöglich. Ich habe ja da, glaube ich, auch 100 angepflanzt. Das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit. Aber man kann nie wissen. Sarovelli steckt voller Geheimnisse. Ja, wenn wir es gerade von Geheimnissen haben, ne? Ich habe nicht gewusst, dass ich hier noch irgendwas ausbuddeln kann. Schon wieder was gefunden. Ein Geschenk, danke. Wird Willi noch mit einer Muschel bestochen, warum nicht? Und ab auf die Ingwerinsel. Schauen wir uns da doch gleich mal um. Danke. Ja, bitte. Komm, Heidi. Für mich, danke dir. Bitte, bitte. Damit da mal ein bisschen was geht. Geht. Ich weiß nicht, warum ich gerade Gate gesagt habe. Wahrscheinlich wegen Heidi. Heidi immer noch ein Herz. Aber naja, es wird wahrscheinlich so langsam. Hier steht Kent rum. Dem schenke ich jetzt auch noch einen Wein. Hey, also das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Danke. Bitte, bitte. So, dann gucken wir doch gleich mal, was da drüben so alles kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall ist der Weizen, so wie es ausschaut, fertig. Das heißt, wir werden gleich mal den Krötenkönig da anquatschen gehen. So, und deswegen dem Ding konnte mein Bäumchen jetzt nicht wachsen, oder wie? Danke für rein gar nichts an der Stelle. Nervige Sache. Achso, stopp. Stopp, stopp, stopp. Das kommt weg. Dann haben wir hier das Zeug rein. Den Wirbel nehmen wir mit. Die Omnigeode, ganz klarer Fall, die kommt mit. Dann gucken wir mal, ob ihr mich angeflunkert habt oder nicht. Da landwimmelt eins von frisch Früchte. Ich wünschte, ich sehe das noch einmal. Ich will da lange gelbe Ding sehen. Da Ding, da im Wind weht. Du lässt das Ding jetzt draußen wachsen. Yes, guck's dir an. Vier Felder voll. Kannst du die aussuchen. Gut. Bombo Lango und wenn ich da durchlaufe, Bombo kitzelt. Wie auch immer, ja. Denke ich auch. Erinnert mich an eine alte Freundin. Jetzt will ich dich kitzeln, aber ich werde es nicht. Nein, bitte. Geh einfach wieder in deine Höhle und lass mich bitte in Ruhe. Ich habe Angst. Quackhack. Ja, vielen Dank. Das bringt mich zurück an die gute alte vor langer, langer Zeit. Hier, das da für dich. Schön. 5 goldene Walnüsse. Damit habe ich schon wieder 9 Stück. Der Land wimmelt an und frisch Früchte, seufzt. Also, ich wünsche, ich sehe das noch einmal. Ich will die pikante Bodenfrucht essen, aber den Atem stinken lassen. Knoblauch. Ja, wächst nicht, aber ist wahrscheinlich Knoblauch. Ich hätte jetzt fast gesagt pikant Chili, aber die lässt den Atem nicht stinken. Deswegen plädiere ich jetzt auf Knoblauch. Wird sich gleich zeigen, ob ich richtig liege. Also was heißt gleich? Ich muss erstmal gucken, ob ich noch irgendwo Knoblauch habe. Oder wann der nochmal wächst. Hoffentlich komme ich irgendwie am Knoblauch dran. Klasse. So. Ich hätte natürlich jetzt auch noch Weizensamen mitnehmen sollen. Ach, guck mal an. Wir können uns Weizensamen machen, aber ich habe jetzt leider nur einen Saatguterzeuger. Wie viel kommt da raus? Nicht viel wahrscheinlich, ne? Ich habe nur 34 Heu rausbekommen. Ich glaube, ich muss doch noch bei Mani einkaufen. 3 Weizensaat, naja, immerhin. Ups, so nicht. Ja, dann pflanze ich die 3 nochmal an. Das werde ich verkaufen. Das Heu nehme ich mit. Die 42 Weizen lasse ich dann mal hier.
Was wollte ich denn jetzt noch mitnehmen? Eigentlich nichts, glaube ich, oder? Nee, lassen wir erstmal. Ich muss mal gucken, wo ist denn diese komische Schnellreise jetzt nochmal? Ich glaube, ich muss meinen letzten Depresso trinken. Dreifacher Depresso, wenn ich wieder sehe, dass ich hier kein Tierfutter rauskriege. Toll. Das war ja hundsmiserabel, war das. Gerade nochmal. So. Ich muss gucken, wo die Schnellreise ist. Die will ich als nächstes bauen lassen. Irgendwo. Ich habe es wieder vergessen, wo die ist. Und etwas anderes muss ich auch noch machen. Es hieß, ich soll hier mal meine Augen offen halten nach einem Durchgang. Hier muss irgendwo ein Durchgang sein anscheinend. Hier ist... Da! Guck an. Was haben wir hier? Wenn dunkle Wolken weinen, beginnen mit deiner Suche nach den sagenumwobenen Edelsteinvögeln. 4 täglich, einer im Norden, Süden, Osten oder Westen. Stell ihre Geschenke vor meine Tür. Ja, jetzt weiß ich, was das mit diesen Vögeln auf sich hat. Da ist noch eine goldene Walnuss, sehr geil. Jetzt weiß ich, was es mit den Vögeln auf sich hat. Mhm. Aber hilft mir gerade nicht, weil es regnet nicht. Und ich habe vergessen, welcher Vogel wo war. Deswegen muss ich wahrscheinlich nochmal auf die Vögel warten oder die Vögel suchen. Ich gehe jetzt auch nochmal ganz kurz eine Fee dafür Leo holen. So viel Zeit muss sein. Der arme Leo braucht eine Feder. Als Geschenk. Also nicht für sich natürlich, sondern als Geschenk. Da, zack, kriegt sogar die gute Qualität, ne? Ah, jetzt muss ich gucken, was warst du nochmal? Du warst Post ausliefern, genau. Und wo ging es jetzt nochmal zur Schnellreise? Der muss es sein, oder? Ja, 10 Stück für Papageien Express. Ich habe 10. Stimmt. Schön, lass mal bauen das Ding. Dann kann ich endlich mal ein bisschen schneller über die Insel flitzen. Sehr geil. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Vulkan, Ausgrabungsstätte, Dschungelhafen. Gehen wir mal Ausgrabungsstätte. Schwupps. Und schwupps. Ja, nice. Sehr nice. Das gefällt. Jetzt habe ich natürlich Leo vergessen. Dem wollte ich ja gerade noch was bringen. Schöne Sachen mal wieder. Der Profi ist wieder am Werk. Der vergisst wieder die Leute. Ja. Vom Fach. Vom Fach. Ist ja nur Hartholz. Hat man ja massig, gell? Kann man ja mal wegschmeißen, das Zeug. Warum auch nicht? Schön. Ärgert mich gar nicht. Nee. Nö. Mensch. So, das hätten wir alles da rausgeholt. Jetzt muss ich mal gucken. Wo stand denn Leo jetzt gerade? Dschungel, ne? Oder? Oder habe ich schon wieder verschwitzt, wo der rumstand? Der stand doch da unten an der Ecke. Jetzt ist er natürlich nicht mehr da. Jedes Mal ist er weg. Der kleine Strolch. Wo lungert der rum? Ist er in seiner Hütte? Ich hoffe doch, dass der jetzt in seiner Hütte ist. Sonst komme ich heute zu nichts mehr. Ich habe gesagt, wir sammeln noch Steine. Naja, wenigstens haben wir den Papageien-Express bauen lassen. Der ist nicht hier. Ja, dann gehen wir jetzt Hof. Achso, stimmt, mein Hof, natürlich. Dann gehen wir jetzt in hier, Vulkan. Dann gucken wir da mal in das Vulkänchen rein. Oh Gott, ich habe so viel Zeug im Inventar, sehe ich gerade. Ja, wie mache ich das? Dann behalte ich erstmal alles dabei und struggle, wenn es soweit ist. Da war noch ein so ein Ausgrabungspunkt. Da ist auch noch was. Bin ich da noch nicht reingelatscht oder muss ich hier rein? Nee. Nee, aber hier ist noch was. Ja, ich lerne dazu, liebe Leute. Langsam, aber stetig. So, jetzt flitzen wir halt noch ganz kurz ein bisschen in den Vulkan rein hier. Da hinten vielleicht so.
ein paar Steine rauskloppen noch. Ein bisschen Zeit haben wir. Ich habe ja eigentlich auch noch Teleport-Totems für den Hof. Falls es hart auf hart kommt, teleportieren wir uns halt einfach. Ich könnte auch mal wieder ein paar Schlackescherben eigentlich sammeln, ne? Wenn ich schon hier bin, passt ja eigentlich dann alles ganz gut zusammen. So, Inventar ist natürlich schon voll, das ist sehr nice. Dann werde ich jetzt, glaube ich, den Pfannkuchen futtern. Die Feder, was lasse ich denn hier? Oh Mensch, komm, die Taro-Knollen, ey. Gerade egal. Der Ingwer wird auch gefuttert. Den Pfannkuchen esse ich dann, wenn es hart auf hart kommt. Autsch. Also gleich wahrscheinlich, wenn ich so weitermache. Kann ich am besten. Ja. Genau. Autsch. Sag mal. Komm her jetzt, du. Knilch. Knilchius. Autsch. Sag mal. So, jetzt aber. Ich bräuchte eigentlich auch mal Drachenzähne, aber da muss ich echt Glück haben, die wieder zu finden. Ne? Das war ja nicht so einfach. Die liegen hier nur ganz selten rum, die Dinger. So, jetzt werde ich mir den Pfannkuchen mal noch gönnen. Schöne Sache. Da brauchen wir den Schleim noch aus dem Leben raus. Was habe ich denn für einen Buff? Plus 2 Sammeln vom Pfannkuchen. Okay. Das ist mir neu. Ist auch das erste Mal, dass ich glaube gerade einen Pfannkuchen gefüttert habe. So, Steine, Steine, Steine. Schlackescherben, Schlackescherben, Schlackescherben. Maybe. Wenn er will. Oder wenn er nicht will, dann nicht. Ich kann ihn ja nicht dazu zwingen, dass er mir welche gibt. Hat er. Sehr geil. Dankeschön. Ja, 93 Steine, da geht ja gut was. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Werde ich mich hier noch ein bisschen durchbomben, aber dann werden wir auch wieder so langsam die Heimreise wahrscheinlich antreten, damit ich nicht noch irgendwo später zusammenbreche, wenn mir auf dem Weg wieder irgendwas einfällt, was ich noch machen will. Da hinten hat irgendeine Katze randaliert, glaube ich. Schon wieder. Bald in jedem zweiten Video baut irgendeine Katze irgendwo. Scheiße. Ja. Es ist wie es ist. Achso, ist auf Kratzbaum hoch, ja. Ich könnte eigentlich auch in der Aufnahme gucken, da sehe ich es, aber nee, ich verrenke mich erstmal, warum auch nicht. Bin ja noch nicht alt, ich hab's ja noch nicht im Rücken, ne? Nee, nee, passt. Wir wollen jetzt auch nicht auf meinem Alter rumhacken, okay. Hier muss ich doch auch nur irgendwie hochkommen auf diese blöde Brücke. Da ist da ein Durchgang. Das muss ich, glaube ich, ein anderes Mal machen. Ich muss zurück ins Sterntautal, da ist auch noch was, oder? Habe ich da mal gebuddelt oder nicht? Ich weiß es nicht. Komisch auf jeden Fall. Der Inselhändler. Ah, ich muss, glaube ich. Wie mache ich das jetzt? Ganz kurzer Inventar-Check-up. Ich brauche nicht alles mitnehmen eigentlich. Oder doch, ich nehme alles mit. Komm. Ist ja egal. Wir nehmen jetzt einfach alles mit und gucken, dass wir es heimschaffen. Wenn nicht, nehme ich vielleicht doch noch ein Teleport-Totem, aber eigentlich müsste ich es noch gut hinkriegen. Hat jetzt doch noch ein bisschen Zeit gefressen, aber wenigstens habe ich noch ein paar Steine rausgeholt, immerhin. So, Willi steht wegen mir immer noch im Laden, der darf jetzt endlich mal Feierabend machen. Vielen Dank, Willi, dass du den Laden extra für mich aufgelassen hast, damit ich wieder nach Hause komme. Bist der Beste. Gleich nach Linus und meiner Frau und meinen Kindern natürlich. Ganz klarer Fall. Linus bleibt die Nummer 1. Ja. Das kann mir keiner streitig machen. Gut. Müssen wir mal gucken, was wir nächste Folge machen. Das mit dem Steinesammeln hat nicht allzu gut funktioniert. Wie gesagt, Schädelhöhle ist immer noch offen, liebe Leute. Schädelhöhle war ich seit der Quest von Mr. Quee, von wegen hier erreicht du Ebene 25 oder so, war ich da nicht mehr drin. Deswegen werden wir da wahrscheinlich dann reinhüpfen und uns probieren durchzuprügeln und da Steine rauszuholen, hätte ich behauptet. So, jetzt lasst mich mal überlegen.
Du bist Artefakt. Das sind Knochen. Knochen gehen in die Knochenmühle. Ja. Nice. Palmfossil ist Artefakt. Das geht wahrscheinlich nicht. Dann werde ich die verkaufen. Die Beine werde ich behalten. Das Heu kommt ins Silo. Muss ich gucken, wie ich das jetzt noch hinkriege, ohne umzufallen. Dürfte machbar sein. Wenn nicht, machen wir das halt das Heu morgen ins Silo. Ich habe eh noch irgendwo Heu rumliegen, glaube ich. So, zack, weg damit. Das könnte ich noch ganz kurz gucken. Irgendwo hatte ich noch... In irgendeiner Kiste müsste noch Heu sein. Da, 41. Das packen wir auch noch ins Silo. Und Knoblauch habe ich keine mehr, oder? Nein, oder? Oder bin ich komplett blind wieder? Naja, ist egal. Werden wir hinkriegen mit dem Knoblauch irgendwann. Wir haben ja noch Zeit. Wie gesagt, bis zu 100% dauert eh noch ewig bei uns, weil wir lassen uns ja schön viel Zeit. Die Schlackescherben hätte ich nicht mitnehmen müssen. Ist jetzt aber zu spät. Ich bin im Bett, bevor es mich umhaut. Gute Nacht. Ja. Wie gesagt, wir brauchen noch ewig bis zu 100%, weil ich will mir keinen abhetzen. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wir machen das alles ganz lässig und chillig. Die einzigen Momente, wo es hier ein bisschen Zeitdruck gibt, das sind so Momente kurz vor 2 Uhr morgens, bevor es mich umhaut. Da werde ich dann doch ein bisschen... Da werde ich doch ein bisschen hibbelig, ob ich es hinkriege, ohne umzufallen, irgendwie noch ins Bett zu kommen oder so. Ne? Gut, ich bin jetzt aber raus. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die allergeilsten Menschen, die es gibt. Ne? Falls in der letzten Zeit wieder Abonnenten reingetrudelt sind, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fügt euch gut in die Community ein. Hier sind nur nette Menschen am Start, dafür habe ich gesorgt. Ich habe die alle so lang mit Zuckerbrot und Peitsche malträtiert, bis sie anständig waren. Das könnt ihr mir glauben. Ich bin jetzt aber raus, bevor noch mehr Schwachsinn gelabert wird. Geile Zeit, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.